Hallo und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play. Ihr seht es schon im Titel und eben schon in dem Einspieler. Wir spielen ab heute Haven und ich begrüße euch in diesem wunderschönen Menübildschirm hier gerade. Und natürlich werden wir ein neues Spiel starten. Ich habe eben einmal schon mal Chrissy antesten lassen, damit er mir hier alles einstellen kann. Ich habe selber noch nicht wirklich was vom Spiel gesehen, aber ich bin sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Haven ist kein schwieriges Spiel. Wir empfehlen, auf der normalen Schwierigkeitsstufe zu beginnen. Solltest du dennoch das Gefühl haben, dass du noch mehr Spaß mit Haven haben würdest, wenn du es auf leichter machst, kannst du jederzeit im Pausenmenü auf die Schwierigkeitsoption zurückgreifen. Ich habe gerade den Ton auf der geringsten Lautstärke und ich sterbe. Es ist mir zu laut. Gut, wir werden dann mal die Schwierigkeitsstufe Standard versuchen. Und wenn es mir zu schwer wird, dann stelle ich vielleicht später auf leicht, je nachdem, wir werden es sehen. Die Artworks sind auf jeden Fall mega schön und es geht los. What's that you got cooking? Apple dew stew with apple dews. Didn't we have that yesterday? Or the day before? No. Yesterday it was baked apple dew with apple dews. And the day before it was fried apple dews. With apple dews. Oh, I remember now. Sorry, I'm doing what I can to switch up our meals. But in my defense, we have a pretty limited set of ingredients. Wir haben die Auswahl zwischen ich habe mich ja nicht beschwert oder nichts für ungut. Ich habe mich ja nicht beschwert, würde ich mal sagen. Hey, I wasn't complaining. I'm glad that you're doing the cooking. Otherwise I'd be eating, I guess, apple juice. Oh, did you have a chance to look at the engine? Yeah, it does seem like it took some damage upon landing. But I should be able to fix that real quick. Gut, dann antworten wir jetzt mal. Ich habe auch ein paar gute Neuigkeiten. Mal sehen, was wir haben. Have some good news. What's that? I love you. Oh, voll süß, wie die da auch stehen in der Küche und sich so umarmen. Hallo, 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 das soll ein FSK 18 Let's Play hier werden. Was wird denn das? Oh, ah. With the lights off. Works for me. No. I didn't do that. Ugh, we must have run out of flow. Weren't you supposed to charge up the nest today? Excuse me if I was working on the engine. I can't do everything. No worries. I'll go get some more outside. If I'm lucky, I'll stumble upon something to spice up the apple dews. I'll come with you. Ich meinte natürlich, es soll ja kein FSK 18 Spiel werden hier. Ich will ja auch, dass junge Leute das gucken können hier. Gut, drücke nach unten, um den Charakter zu wechseln. Super. Hiermit gehen wir. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn jetzt mal eben spielen. Ich denke schon, also ich denke, ich werde immer mal so hin und her swipen. Halte RT gedrückt, um zu gleiten. Hui! Gott, die Landschaft sieht ja so schön aus, ne? Es ist ja so wunderschön. Wie die Händchen halten! Oh mein Gott! So, nach unten halten, um umzudrehen. Mhm. Gott, ist das süß mit dem Händchen halten. Ich sterbe. Und nochmal umdrehen. Hui. Over there, a flow thread. Das hier drüben ist der Strom, glaube ich mal. Hui. Perfect. Although it seems like one thread won't be enough. No worries, we'll find others. Oh, den Anfang davon muss ich, glaube ich, finden. Tue mich noch ein bisschen schwer mit der Steuerung bei jedem Spiel am Anfang. Ich bin sehr gespannt, wie ich mich auf Dauer mit diesen Strömen hier tun werde. Maybe four?
Da, okay. Ist ein bisschen schwierig zu steuern, gebe ich zu. So, halte beim Gleiten LT gedrückt, um zu driften. So. Hui. Ich kann, während ich gleite, die Kamera nicht bewegen. Das regt mich ein bisschen auf, weil dadurch verliere ich dann manchmal so ein bisschen die Übersicht. Also, sobald ich gleite, kann ich mit dem Stick machen, was ich möchte. Die Kamera, die ist nicht mehr bewegbar und wir müssen noch mehr Ströme suchen. Dabei ein bisschen driften. 5-mal sollen wir das machen, okay. Hui. Ich bin absolut kein Drifter. Ich hasse Driften eigentlich. It's crucial. It allows you to change direction without having to stop all the time. Do I do that? We all do it. One or two more threads and we'll be all set. Hui. Gott, diese Welt ist ja so schön. Wo sind die Ströme? Hallo. Ui. Hoho, weiß ich selber nicht mal, wie ich den Move gerade gemacht habe. All right, I'm all charged Gut. up. Me too. We can go when you're ready. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, da oben steht unser Raumschiff. Da gehen wir jetzt mal zurück. Oh, hier haben wir noch einen Strom. Ich weiß nicht, ob ich den direkt jetzt noch mitnehmen kann. Stimmt, oder? Ich sehe jetzt aber auch nicht, ob ich irgendwie... Ich habe keinen Aufladebalken oder sowas, ne? Ob ich irgendwo sehe, wo die sich auflädt. Außer das bisschen oben da links in der Ecke. Hui! So, und dann geht's mal zurück. Ich kann übrigens also gleiten ist zwar natürlich schön schnell, aber wenn ich mal gerade nicht gleiten will, dann... Das Bild ist ja so geil. Ja, dann ist ein bisschen schwierig. All good. This should last us a few days. Now it's our turn to fill up. Huh? I'm hungry. Gut, dann kochen wir jetzt mal anscheinend. B. Sehr gut, und hier das. Geröstete Candiesbären. Können wir jetzt entweder direkt essen oder mehr kochen? Ich würde sagen, wir essen mal direkt, weil wir haben uns gerade angestrengt, wir haben Hunger. Oh, ich muss gedrückt halten. Done. Roasted apple dews with apple dews. I can't tell if you're actually excited about this or if you just enjoy seeing me suffer. Interessante Essgeräusche. The flow? What if we keep our consumption in check? I think a few days. No, I meant us. Us here. How long until they come get us? Ah, do we have to talk about this? Das werden wir irgendwann müssen. Oder nein, das müssen wir nicht. Ich persönlich würde ja sagen, wir müssen nicht drüber reden, weil wenn jemand kommt, um uns abzuholen, dann werden wir das schon sehen. Warum man jetzt darüber philosophieren muss. Aber allerdings ist es für die beiden schon wichtig, drüber zu reden, glaube ich. Übrigens, wenn ich nicht gerade auswählen kann, dann geht der Dialog von alleine weiter. Ich drücke nichts, um hier weiterzumachen oder so. Und dementsprechend muss ich immer aufpassen, dass ich nichts verpasse oder so. Und ich würde sagen, wir machen... Das werden wir irgendwann müssen. Kai gewinnt an Entschlossenheit. We need to be prepared. We need a plan. I'm planning on finishing my plate without hearing about the apiary. Is that okay? Okay. Okay. Kaiju. And FYI, you are the one that ruined the mood, not me. War deine Schuld jetzt, ne? Nicht meine, will ich ja nur mal gesagt haben. Übrigens spiele ich heute mit einer Mütze, weil meine Haare total fettig sind und ich keine Lust hatte, sie zu waschen. So, wir sind jetzt, glaube ich, gerade keiner von den beiden. Wir können jetzt hier einfach mal ein bisschen durchs Schiff laufen und uns das angucken. Ihr habt es jetzt ja wahrscheinlich schon gesehen. Das Spiel ist so ein bisschen so eine Richtung aus Love Simulator und so RPG-Abenteuer, denke ich mal so ein bisschen.
Ich find's sehr, sehr interessant. These floating islands are really something. Yeah. Never imagined I would ever see this. Optisch finde ich es mega schön. Man hat wohl auch einen lokalen Multiplayer-Modus. Wie man den dann spielt, kann ich euch nicht sagen. Hier können wir uns heilen. Did you need anything? No. Huh. Me neither. Mm. Da sehen wir die Gesundheit von den beiden hier, ne? Sehr gut. Und wie ihr auch schon gesehen habt, wir können uns aussuchen, mit wem wir gerade spielen. Ich denke, wie gesagt, es wird hin und wieder einfach mal wechseln. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ich würde mich ja gerne mal ein bisschen umsehen, aber irgendwie kann ich mit den meisten Dingen nicht interagieren. Deswegen gehen wir mal zu den beiden Süßen hier. You? Alright, let's talk about it. Fine. I was just gonna ask if you could switch off the light. Oh. You've been mulling it over this whole time? No. Of course I've been mulling it over this whole time. Thank you for adding one more thing to my mind. Hold on. Are you telling me you hadn't thought about it before? You know what? No, I hadn't thought about it. I'm trying not to think about the apiary. Enjoy what we have here. Den Korb. Even if it isn't much. Do you really think that they can come get us here? If we could take the flow bridge here, then so can they. But there's no way they can know where we are. Is there? I cut off the auto nav, the astrolock. Ah, sie versteckt sich, okay. I'm just saying, let's prepare for the worst. Ich dachte, dass die gestrandet wären oder sowas, dass die vielleicht mit ihrem Schiff irgendwo aus Versehen gestrandet wären und jetzt irgendwie erstmal auf sich alleine gestellt sind. Aber die beiden scheinen ja tatsächlich abgehauen zu sein und verstecken sich und wollen nicht gefunden werden. Okay, und wir haben gerade ziemlich drastische Maßnahmen und könnten sagen, im schlimmsten Fall töte ich sie oder im schlimmsten Fall bringe ich mich um. Als You machen wir das, glaube ich, gerade. Ich würde sagen... Im schlimmsten Fall bringe ich mich selber um, dass sie selber nicht andere umbringen möchte. How can you even say that? What? Do you think I'll let them take me back there? You can do what you want, but I'm not going. We could also like hide? Oh. Yeah. Ja, so auf so eine einfache Idee kommt man nicht. It's even better because then I don't die. Aren't you the smart one? Come on. Enough grumpy face. I promise I won't kill myself unless I ask you first. Just in case you have a better idea. That's not funny, you. 50% of this planet's inhabitants think it's funny. I guess we'll never know who's right. Snuggle? I'm not sure you deserve it. Ach Gott. Sind ja schon süß, die beiden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wovor verstecken sie sich? Wo wollen sie nicht zurück? You aren't dressed yet? I put on my pajamas. I mean, to get out. Well, see, I was just wondering, do we have to get out? Can't we just hang in the nest for once? Lounge around, read a book, watch a movie? We don't have movies. Right, sure, but you know what I mean. Los, das Wetter ist großartig, oder du kannst, ich würde dir sagen, du kannst hier bleiben, wenn du willst. You can stay if you want. You get some rest and I'll gather provisions. I don't mind. But staying here alone sucks. So, you'll come with me? Or you could stay. And you go get food? What? No. Then who? All right. Never mind. I'll get dressed. Da hat jemand ein bisschen aneinander vorbeigeredet. So. Wie ihr ja vielleicht auch seht, ich habe einen neuen Mikrofonarm. Ich bin am Überlegen, ich muss noch ein bisschen gucken, wie ich das einstelle hier. Ich versuche sowieso momentan immer alles noch ein bisschen zu gucken. Also wenn ihr mal so schwankende Qualitäten bemerkt, das liegt daran, dass wir noch sehr viel mit den Einstellungen rumprobieren. Und ich habe jetzt auch von Chrissy zu Weihnachten einen neuen Controller bekommen, meinen eigenen. Ich hatte vorher noch kein eigenes Gamepad. Und auch den Arm habe ich von ihm bekommen, voll süß. Und
Damit habe ich mein Setup mal ein bisschen erweitert und ich freue mich da sehr drüber und hoffe, dass man stetig so eine Verbesserung merkt. Und was ich euch noch sagen wollte, ich wollte Haven eigentlich, also ich wusste die ganze Zeit, dass ich das jetzt noch als nächstes mitspielen möchte, wollte mir das dann eigentlich jetzt auf Steam kaufen, aber bei dem Controller war ein Code für den Xbox Game Pass dabei für, ich glaube, 2 Wochen und da war Haven jetzt kostenlos mit dabei. Weiß ich nicht, ob ich es schaffe, das in der Zeit fertig zu spielen, werde ich sehen. Aber auf jeden Fall finde ich das ganz cool, dass ich das jetzt gerade wegen dem Controller einfach auch kostenlos spielen kann. Wir werden sehen und wir gehen mal wieder zu den beiden Hübschen hier, die Kula an der Wand lehnt hier. Soll ich raus? Okay. Gespeichert wird, wie ihr... Oh, warum sind sie so traurig? Gespeichert wird jedes Mal, wenn wir den Ort wechseln. Können wir etwas anderes für eine Change? Und ich habe keine Karte in dem Spiel. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Die Energie kann ich einfach ja mal weiter hier sammeln, wenn ich gerade die finde. Und ein bisschen üben, die Dinger lang zu fliegen. Und ich denke mal, das hier sind immer die Bären, ne? Oh! Dieses Bild ist so geil. Ui, was passiert? Controller vibriert. Was passiert? Unser Schiff? Oh nein! Nein. Unser Nest. Is it over? Seems like it. Anything broken? Wie er ihr den Kopf hält und die beiden die Hände halten. Well, except. Ich glaube, das war's mit dem Nest oder es ist nicht alles verloren gegangen. Wollen wir versuchen, optimistisch zu sein? Es ist nicht alles verloren. It's not all lost. Well, it is a bit. Look, we can always search the islet, try and find a way to get to the other side. Such as? I don't know. A rope, a jetpack, spring-loaded shoes, anything. Und wenn wir nichts finden, einfach nachfragend oder ein bisschen judging, ich will hier nicht festhängen. Ich mach mal ein bisschen besorgt gerade. And if we don't find it? If we don't find... I don't know. That's why we'll have to find something. Okay. Okay. Was machen wir jetzt? Versuchen wir... Wir kommen jetzt nicht zu unserem Schiff zurück anscheinend. Hier ist kaputt gegangen. Kommen wir da irgendwie so rübergesprungen? Plattformer-mäßig oder... Eigentlich wollten wir ja gerade Bären sammeln, ne? Ich glaube, das hier sind immer die Bären, ne? Da waren jetzt nur 2 dran. Okay. Was ist das denn da? I think I found something. Huh? Call me crazy, but this looks like a Bluten? Yep, it looks like a flow bridge. Kind of like the one we took to get here. But smaller? Is that possible? Wieso nicht? Why not? We still don't really know how the flow bridges worked in space, but if the phenomenon can happen on a macro scale, then why not on this one? If there can be flow between 2 planets, why not 2 bits of a planet? Okay. If this really is a flow bridge, I'm not sure what we're waiting for. What? Flow bridges are linking one place to another, right? So this one definitely leads someplace. Wait, you want to just get on there without knowing where it goes? It goes elsewhere. I think that's as good a start as any. Huh. Ich sehe schon diese Ebenenrätsel, wie bei Pokémon später, früher, wo man dann immer in der einen Tür rein musste und dann gucken musste, wo man rauskommt und dann immer diese blöden Ebenenrätsel.
In den Arenen hatte man das oft, wo man auf diese Punkte, diese Teleportationspunkte gestiegen ist und dann bist du unten rechts rausgekommen und musstest du gucken, wie du so zum Arenaleiter kommst. Okay. Blöde Rätsel. Here. Then we're good. Looks like we're on another islet. Yeah. The bridge seems to be a link between the islets. If there are any others like this, we may be able to get back to the nest. Mhm. Also wir müssen jetzt versuchen, mit den Brücken zurück zum Nest zu kommen. Ich schau mal, ob wir derweil hier noch Dinge sammeln können. Have you ever seen such a thing? Rasselpfeffer. No, never. Must be an endemic species. I wonder if it's edible. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Only one way to find out. Yes, you're right. I'll pick up some berries and run some tests. Mhm. Then we'll cook them to eliminate bacteria. Sie isst schon, alles klar. You did not. Go ahead, try it. I'm sure you'll love it. Oh yeah, that is peppery. Lightweight. Off we go. Let's pick these. But where there's a meal, there's a way. You know what doesn't go great with Appledews? Appledews. Ich muss mir noch ein bisschen abgewöhnen. Ich drück manchmal automatisch im Gespräch. This is a pretty one. Dass ich hier irgendwie A drücke oder so und dann mache ich aus Versehen manchmal weiter, obwohl die ja eh von alleine reden. Ja, ich will nicht driften. Ich hasse driften, aber macht vielleicht mehr Sinn. Ich hoffe, euch wird nicht allzu schlecht mit der Kamerafahrt hier dann teilweise so. Aus der Brücke kamen wir gerade, ne? Lasst uns mal schauen. Da hinten ist ein Monster. Oh no. Sollten wir an dem vorbei? Eher hier lang erstmal? Okay, da sind noch mehr. Hm. Hier ist noch mehr Pfeffer. Do you see what I'm seeing? Oh, die sehen ja süß aus. A big ugly lizard? Die ist nicht hässlich. No, the mushrooms on its back. Looks like a type of Hygrocybrubicins. Ah, is that good news? Like, can we eat it? Oof, not at all. Unless you're looking for a quick way to unload your kidneys. But don't you find that symbiosis amazing? The movements of the lizard are helping spread the spores. As far as what the lizard is gaining, I'll have to study that closer. Vielleicht ist mangelnde Hygiene jetzt die lustigere Antwort. Vielleicht merkt sich nicht mal. Mangelnde Hygiene finde ich zu lustig, muss ich nehmen. Maybe it has bad hygiene. Maybe what you call symbiosis is just a fungal infection. Ja. That's a possibility. We'd have to get a sample to... Stop. Touch one of those mushrooms and you won't touch me again. Ever. Statt sie es probiert. Ja, okay, wir sind jetzt gerade Jetzt spielen wir gerade einfach mal. Ich spiele jetzt mal ein bisschen ihn. Kommt. Warum denn auch nicht? Das war ein Täubchen hier. Der Strom geht komplett in die andere Richtung. Und hier haben wir die nächste. Good, because those things are really useful. No. Einfach so. Einfach so. Gut, nutzen wir mal die Flutbrücke. Und sie schneidet irgendwie Haare. Ich sag ja, die Artworks, die sind so niedlich. Wow. That's actually what is that? We should take a closer look. Ich weiß nicht, was gemeint ist. Die Sachen da wahrscheinlich. Hm, wir nehmen mal den Strom hier mit. Die uns sehr nah an die Eidechse ranbringen. So, was sollen wir uns angucken? Das hier? Wahrscheinlich. Ich nehme mal noch ein bisschen Rasselpfeffer mit. Great. Hä? We can bring them back to the nest to study. Das geht einfach weg? Any idea what's underneath our feet, Mr. Geologist? Ich bin Biologe. I'm a biologist. Der wird das sogar Isn't that the same thing? Biology, the living, geology, the rocks. And what makes you think this is not living, pray tell? It looks like a dust deposition. Some kind of rust. And it looks like this kind of rust is particularly sensitive to flow. What? Look beneath your feet. Oh, there's vegetation underneath. It was probably smothered.
Good thing we came this way. Sie ist auf jeden Fall sehr schlagfertig, finde ich sehr gut. That way. Look. It looks like the rust has formed into a bigger chunk. Ah. Okay. Interessant. Hier komme ich. Oh, hier komme ich nicht runter. Doch. Jetzt. Sehr gut. Dann versuchen wir das nochmal. Hier müsste das. Rust. Saw that. Ja. Cool. Das können wir einfach alles wegdingsen hier. Ey, das macht so Laune. Even the apple juice shards are completely covered. Oh, das ist gut. I hope this one will yield some nice and juicy fruit to thank us. Aus Versehen hier die Klippe runter. Wir klauen uns hier noch mal ein paar Candysbären, auch wenn wir wahrscheinlich gar keinen Bock mehr auf die Dinger haben. Da oben ist noch eins. Den Rost hier. Boah, das macht so Laune. Guckt mal, da oben sind noch mal Bären. Wir sammeln ganz viele Bären, weil wir wollen sie ärgern, weil sie isst die ja nicht so gerne. Und ich würde auch gleich sagen, wenn wir das nächste Mal den Speicherpunkt gefunden haben, speichern tun wir immer beim Verlassen eines Ortes, hatte ich eben schon gesagt, ne? Dann ist auch, glaube ich, schon Zeit, dass die erste Folge rum ist. Okay. Da! Da haben wir die Flutbrücke. It means there must be others. If we're lucky, they'll bring us back to the nest. Gut, dann nutzen wir jetzt mal die Flutbrücke. Und was auf der anderen Seite der Brücke ist, das erfahren wir im nächsten Teil. Ich habe euch schon mal gesagt bei My Time at Porsche, falls ihr das auch gesehen habt, die kommen jetzt immer im Wechsel. Den nächsten Teil erwarten wir also in 2 Tagen und dann Montag. Dann gibt es nächste Woche 3 Parts und dementsprechend wechselt sich das alles so ein bisschen ab mit My Time at Porsche. Die reagieren hier komplett alleine, wenn ich nichts mache. Das ist so niedlich. Ich sterbe ein bisschen. Ich finde es echt schön gerade, das Spiel. Ersteindruck ist super. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis denne.